Ultraschall festgestellt, dass die Moana zu klein ist. Die haben furchtbare Horrorszenarien da erzählt. Die Moana hätte kurze Finger, Klumpfüße, eine platte Nase, eine platte Stirn. Verdacht auf Trisomie 18, Trisomie 13. Aber vor allen Dingen, was uns zu schaffen machte, war diese Voraussicht auf die extremen Deformationen, die ihr Körper haben soll. Am Anfang ist es mir ganz schwer gefallen, mich auf das Muttersein einzulassen, einfach weil ich schon von vor der Geburt eigentlich gesagt gekriegt habe, es stimmt was nicht. Und nach der Geburt dann gleich gesagt gekriegt habe, ihr Kind wird in Kürze sterben. Und ich habe mich ganz schwer getan, mich zu öffnen. Mittlerweile hat sich das sehr verändert. Ich hab mich geöffnet, ich habe mich voll eingelassen auf sie und das empfinde ich als großes Geschenk. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja. Januar 2002 habe ich hier erfahren, dass David, mein Sohn, diese Diagnose, diese Trisomie 18 hatte. Es ging nur darum, dass David nicht lebensfähig war. Und das war hart, sowas zu hören. Ja. Dieser Ausdruck Lebensunfähigkeit, das war eben, was auch wehgetan hat. Als Mutter spürt man sein Kind, das hat schon gestrampelt und das hat sich schon bewegt. Und da kommt einfach ein wildfremder Mensch her und das sagt, das Kind ist lebensunfähig. Das hat wehgetan. Und da konnte ich nichts damit anfangen. Für mich war das Schönste, was mir passieren konnte, mein drittes Kind noch zu bekommen. Ich hatte ihn genauso lieb wie meine großen Kinder auch. Und und dass er da war, war was Wunderbares. Hallo. Na? Ich habe es erfahren, eigentlich sehr spät, in der 33. Schwangerschaftswoche, dass Janina auf jeden Fall eine Trisomie 18 hat. Hey, ist jemand gut drauf? Da ist jemand gut drauf. Man hat eigentlich nur gesagt, dass Janina mit dieser Diagnose eben nicht lebensfähig ist, dass Janina schwerstbehindert ist. Mir wurde damals eigentlich sehr klar gesagt, dass Janina höchstens ein Jahr alt werden wird. Janina ist jetzt oder wird jetzt im März 5 Jahre alt. Subi. Ein angezogenes Kind. Janina war von Anfang an ein Wunschkind. Und für mich war es überhaupt kein Gedanke, dass ich mich da in irgendeiner Form von ihr distanzieren könnte oder so. Im Gegenteil. Also ich habe es umso bewusster wahrgenommen. Für mich war die Schwangerschaft danach noch besonderer. Und jeder Tag mit ihr war was ganz Besonderes. Es war ein sehr großes Unverständnis da, dass ich bewusst dieses Kind haben wollte, ja. Also es geht eher die Meinung dahin, dass man eben sagt, wenn das frühzeitig erkannt wird, man beendet die Schwangerschaft und damit ist das Thema beendet. Man kriegt immer eingeredet, irgendwie, man geht den falschen Weg. Und deine ganze Hand ist wieder.
helfen? Hat sich das bei dir gut angefühlt? Gut. Hallo, wer haben wir denn da? Hallo. Ne? So, hallo. Kann ich dir was abnehmen? Nö, ich bleib gerne alleine. Hast du was geplant zum Geburtstag? Am Geburtstag? Hm. Nee, so das Übliche halt. Ja. Ich werde mal gucken vielleicht. Vielleicht mal wieder ein Treffen der Patentanten. Nochmal. Mal gucken. Da muss ich nochmal herfahren. Die Kinder waren eigentlich sehr unterschiedlich, ja. Ja, schon damals. Ja, schon in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt eigentlich. Ja. Du hast ja als Erste über Janina berichten können und... Ja, und da war ich umso gespannter, wie es halt wird mit David. Ja, es ist schon wichtig, auch wenn man auch so ein besonderes Kind bekommt, dass man einfach auch merkt, dass es trotzdem auch eine ganz normale Schwangerschaft sein kann und dass eben auch Erlebnisse ganz normal sind, eben wie andere schwangere Mütter sie eben auch haben. Und das bestärkt einen dann auch. Für uns war es so, dass wir keine Einzelfälle waren mehr. Hm. Ja, es gab uns jetzt ja entdoppelt jetzt. In dem Moment, wo die Diagnose fällt, euer Kind ist nicht normal oder hat Trisomie 18 oder was auch immer, das erstmal zu glauben oder zu begreifen, dass das irreversibel ist und dass damit verbunden jetzt eben der Lebensweg kommt, der mit Moana gekommen ist, das zu akzeptieren, ist sehr schwer. Heimer freut sich natürlich auf das Kind, was lebt, was lebendig ist, was 50 oder 80 Jahre vor sich hat. Und dieses Kind in der Vorstellung, dieses Kind ist gestorben. Und über diesen Tod muss man auch hinwegkommen und jetzt festzustellen, okay, es ist nicht das gesunde Kind, es ist das behinderte Kind. Die erste Zeit hatte ich schon auch, habe ich mich immer wieder ertappt, so wie ich... So, ja, so ein bisschen auf Distanz gehe oder wie ich einfach so in Vorstellungen dem hinterher traure, was nicht ist oder was nie sein wird. Ja, da habe ich ganz viel Traurigkeit gespürt. Und fertig. Und fertig. Und trocken bist du. Trocken bist du. Ja. Ja, ja, ja. Okay, das ist... Beate, wo müssen wir da hinfahren zu der Heilerin? Für mich ist Moana ein ganz normales Kind mit Herzfehler und ich begleite sie dahin, wo sie Begleitung braucht. Wenn wir die Moana nicht operiert bekommen, wird sie aufgrund des Herzfehlers in den nächsten Monaten sterben. Das steht fest. Wir waren inzwischen bei 4 verschiedenen Kliniken. An dem Punkt, wo deutlich wird oder wo das Wort Trisomie 18 mit ins Spiel kommt, endet quasi jede Diagnose. Das heißt, das Programm, was uns angeboten wird, ist eine Begleitung bis zum Tod. Das ist die Kleine. Und da hat dann der Herzspezialist in Karlsruhe gesagt, er hat sich jetzt in Freiburg erkundigt, in der Klinik, und es gibt nicht die Möglichkeit, sie als Kind mit Trisomie 18 zu operieren, weil sie nicht an einem Herzfehler sterben wird, sondern an ihrer Grunderkrankung. Von daher macht es keinen Sinn, den Herzfehler zu operieren. Ich glaube, dass die Moana jetzt an dem Punkt ist, wo sie wirklich leben möchte. Mit dieser Frage sind wir jetzt eigentlich auch hier, so was steht jetzt wirklich an? Agieren wir in unserem Sinne oder agieren wir in ihrem Sinne? Wollen wir sie operieren lassen, damit es uns besser geht, oder wollen wir sie operieren lassen, damit es ihr besser geht?
kommt dann einfach auch öfters so die Frage, ja, euer Kind hat jetzt eine Lebenserwartung von 2-3 Monaten. Wieso bringt ihr euch denn dann so ein? Was bringt das denn dann? Und dann sage ich aber, ja, wir wissen ja gar nicht, was morgen ist. Jetzt lebt sie. Und 5 Minuten später kann ich wieder sagen, jetzt lebt sie. Für mich als Mutter ist es manchmal wirklich sehr schlimm, so mich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Und ich muss mich mit diesem Gedanken vertraut machen. Ja, wir haben oft Situationen gehabt, wo Moana 2-3 Minuten nicht geatmet hat, eine Hautfarbe hatte, dunkelblau, keine Körperbewegung mehr, gar nichts mehr. Wo also wirklich offensichtlich war, ja, das Kind ist weg, es ist nicht mehr da. Und in solchen Situationen sind wir mehrmals gewesen, wo die Moana wirklich kurz davor war zu gehen und sich dann doch aber wieder anders da entschieden hat. Es ist einfach okay, so wie es ist. Mein großes Geschenk ist die Hingabe ans Jetzt. Es gibt ein relativ großes Unverständnis darüber, sich, glaube ich, vorzustellen, dass Eltern mit behinderten Kindern trotzdem auch ein glückliches Leben haben können. Ich denke, das ist schon so in der Öffentlichkeit eher so, dass man sich das nicht vorstellen kann und die Sichtweise auf so ein Leben, glaube ich, sehr einseitig auch ist. Weißt du, dass die Luffa-Gurke in Taiwan wächst? Stell dir vor, Taiwan ist ein riesen, weit entferntes Land. Das ist die Luffa-Gurke. Rau. Genau. Rau. So schau. Moana ist ein Kind, das wertvoll ist wie alle anderen Kinder auch. Und indem wir ihnen die Welt erklären und begreifbar machen, ihnen die Dinge in die Hand geben, auch Lust machen, dass sie leben, dass sie einen Sinn drin sehen. Mach die Hand auf, dass du richtig spürst. Weich. Weich. Ganz zu lang. Ich bin ja Humangenetikerin, das heißt ursprünglich Medizinerin. Und wir haben an vielen Kindern mit anderen genetischen Syndromen, die auch zum Teil sehr schwer waren, gesehen, dass diese Vorstellung, dass die Kinder nichts verstehen, nichts begreifen, geistig behindert sind, so ist der Ausdruck, dass die eine Fehlinterpretation ist. Wir gehen nicht mehr davon aus, das habe ich durch die Zusammenarbeit mit Laura Anderlig gelernt, denn sie hat die Kinder gefordert und hat auch immer Wege gefunden, wie man dann sieht, dass sie es verstehen und wie sie auch das zeigen können durch Handeln oder durch Bewegung. Gut, hältst du genau. Den Ball. Schau mal, das ist ja toll. Toll. Ups, das ist ganz schön groß. Ja, sodass wir im Endeffekt zu geänderten Beratungszielen kommen, wo wir jetzt auch ganz konkret die Ärzte, die mit diesen Fragen befasst sind, wie das weitergeht mit ihr, wo wir dieses Wissen an diese Ärzte auch versuchen weiterzugeben. Voilà, sind klein geworden. An wen ist dieses Gutachten geschickt worden, oder?
Und wir sitzen jetzt da und bekommen nächste Woche keine Krankenpflege mehr, ohne es zu wissen. Das heißt, sie wissen die Situation und versuchen jetzt über einen Weg, der irgendwie hinten rumführt, uns Kosten. Ja. Die Pflegeleistung. Aber jetzt ist es sogar so, dass die Pflegeleistung erst ab November gezahlt wird. Aber Sie sagen jetzt selber, die Pflegeleistung wird ab Juli geleistet. Also, das ist ausgeschlossen. Wir müssen jetzt alles über den Anwalt laufen lassen. Anstelle von einem Krankenhaus in der Intensivklinik haben wir die Pflege zu Hause übernommen. Das sind natürlich ganz andere Herangehensweisen an so eine Behinderung. Genau, so ist gut. Wir können die Moana ins Krankenhaus abgeben und da bekommen wir alles bezahlt. Übernehmen wir die Pflege zu Hause, haben wir sehr, sehr große Schwierigkeiten, einen Teil von dem, was wir hier ausgeben müssen, um die Pflege zu Hause gestalten zu können, wiederzubekommen. Der Gedanke, dass David vielleicht schneller versterben würde, war immer da. Er hatte einen großen Herzfehler. Dann wird gesagt, also das Kind ist inoperabel. Jeder hat es auf seine Art formuliert. Und wir hatten trotzdem das Gefühl, dass was zu machen ist. Das hatten wir schon gesehen beim ersten Eingriff, den wir einfach zugestimmt haben, das Bending. Aber es standen eigentlich andere Eingriffe bevor. Und die wurden uns bei zwei Kliniken verweigert. Also erstmal, insgesamt war David 8 Wochen hier auf dieser Station. Und ganz genau auf diesem Platz hier am Fenster war David 5 Wochen. Und das war genau nach dem Bending, nach dieser Operation. Letztendlich von dieser Station war trotzdem das gute Gefühl, dass wir auch mit David nach Hause gehen konnten und wir konnten Fortschritte sehen. Die Gefühle sind im Moment sehr gemischt, doch. Der Kardiologe macht erstmal die Akte auf und schaut sich was da drauf steht und entdeckt diese Diagnose unter anderem Trisomie 18, macht die Akte zu und sagt, da wird nichts gemacht. Also meine persönliche Erfahrung ist die, ja, dass wir bei Kindern mit einer Trisomie 13 oder 18, ja, die zusätzlich schwere Fehlbildungen haben, wo der Herzfehler sehr ausgeprägt ist, ja, dass da die Prognose schlecht ist. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ne? Nur, das heißt ja nie, und dieses muss man den Eltern ja schon ehrlich sagen, das heißt ja nicht, ja, wenn wir ehrlich sind, dass wir den Eltern damit raten, nichts zu machen. Ne? Wenn die Eltern einen Weg gehen wollen, dann müssen wir sehen, ob man den Weg gemeinsam gehen kann. Ja? Und sagen, dann versuchen wir alles. Wir haben das mittlerweile so, das hatten wir damals noch nicht, wir haben ein klinisches Ethikkomitee. Und da kann man versuchen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, indem man einfach darüber spricht, wie die Positionen sind. Ich bin natürlich aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja, was das Gespräch angeht, auf jeden Fall. Die Milch habe ich in... Fertig? Ja, die ist fertig, die ist noch im Kühlschrank. So. Also wir gehen jetzt, haben wir um 13 Uhr ein Gespräch mit dem Professor Hess. Das ist der leitende Arzt vom Kinderherzzentrum. Und da geht es nochmal darum, um ein Gespräch, um zu klären, ob er Moana operiert oder sein Team Moana operieren wird am Herzen oder eben nicht. Und schwupp. Wie
Friedrich zu sehen. Hallo. Kommen Sie. Hier sind Kleinen. Heute geht's dir sehr gut. Bitte sehr. Wenn eine mehr oder weniger Behinderung vorliegt bei einem Kind, das auch einen angeborenen Herzfehler hat, und oft geht das ja zusammen, wie zum Beispiel bei Trisomie 18, dass am Ende maßgebend sein sollte, ob das Kind wegen den Herzfehler extra behindert werden würde. Wenn das so ist, dann sollte man auch, wenn es Zeichen gibt, dass das Kind vielleicht nie 80 oder 90 werden würde, sollte man trotzdem die Herzfehler angehen, damit man die Lebensqualität so gut wie möglich behalten kann. Und es gibt durchaus Situationen, wo man ohne viel Aufwand technisch eine Operation durchführen kann, wobei aber diese Kondition, dass man dann auch besser ist nach der Operation, nicht erfüllt ist. Und wenn man sogar sicher ist, dass es den Patienten schlechter geht nach der Operation, auch wenn es technisch möglich wäre, dann darf man meines Erachtens diese Operation gar nicht durchführen. Es ist so, dass der Dr. Hess gesagt hat, dass sie einfach zu spät ist zum Operieren. Für uns ist es so, wir sind damit nicht am Ende, weil Beate und ich, wir wissen, wir wollen Moana operieren. Und mit dieser Überzeugung gehe ich jetzt ins nächste Krankenhaus. Und danach ins nächste. Bis wir jemanden gefunden haben, der bereit ist, mit uns zu operieren. Und das ist ein sehr großes Risiko. Und wir wissen, Moana ist stark genug, um das zu überstehen. Sie hat eine Chance. Und das ist ihre einzige Chance. Wir haben solche Situationen jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und mit jedem Mal, also finde ich es anstrengender, diese Absage wirklich annehmen zu können, weil einfach das Zeitfenster immer kleiner wird. Und ja, es wird einfach alles knapp. Wir wissen nicht, wie lange Moana das noch machen wird. Es gibt nur Statistik ohne Operation. Und die sieht sehr schlecht aus. Dass er da gehen würde, das kam nie in meinem Sinn. Für mich waren es so schwache Momente und er wird sich wieder erholen. Und ja, als es so weit war, dann war ich auch bereit, es zu akzeptieren, ja. Es ist nicht leicht, sein Kind loszulassen. Weil das ist einfach endgültig. Darauf haben wir uns auf jeder auf seine Weise trotzdem vorbereitet. Aber wenn es kommt, dann ist es auch immer viel zu bald und viel zu schnell. Ich habe diese Entscheidung akzeptiert, dass er gehen wollte und dass er nicht länger leben konnte. Das war auch seine natürliche Vereinbarung. Given free will, but within certain limitations. I cannot will myself to limitless mutations. I cannot. Wenn ich so an ihm denke, ich spüre nur Glück. Also ich empfinde keine Traurigkeit, sondern nur Glück, das ich ihm hatte. Wenn ich seine Bilder anschaue, dann kann ich nur lächeln. Ich kann nicht weinen, sondern nur lächeln. Janina! Janina, woher wisst ihr, dass die hat? Weil du so klein bist! An Rosa! An Rosa.
rosa. Das ist doch nicht so rosa. Und wer gerne mal? Okay. Hautfarbe. Willst du mal probieren? Passt, passt. Nur das eine Lied, das gibt's doch nicht. Und das ist das Lied über mich. Wir haben Werte als drei und auch Freunde mehr als drei. Wir haben einen runden Bau, unterschiedlich sind wir auch. Egal ob groß, ob klein, zu decken. Ups, falsche Richtung. Dann werde ich nochmal runter. So, mein Schatz. Also, gell? Gute Nacht. Schlaf schön. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass sie leben kann. Und ich würde mich auch heute immer wieder dafür einsetzen, dass sie leben kann. Hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Hallo. Kleine Mona. So, ich gebe sie dir gleich mal. Ja, komm mal. Kleine Mona. Oh, das ist ein bisschen müde. Ja, und jetzt haben wir noch verschiedene andere Kliniken angesprochen und es sieht dann wohl so aus, dass es tatsächlich jetzt in Tübingen eine Möglichkeit gibt, für sie eine Operation zu bekommen, weil die haben in den letzten Monaten 2 Kinder mit Trisomie 18 operiert, erfolgreich, und denen geht es auch besser. Seid ihr gleich also mit der Diagnose Trisomie 18 hingegangen? Er sagt selber, dass vor 5 Jahren sie auch grundsätzlich Kinder mit Trisomie 18 abgelehnt haben. Aber irgendwie hätte sich der Umgang mit den Kindern über die Eltern verändert. Seltsamerweise scheinen die Kinder heute längere Lebenserwartung zu haben wie noch vor 5 Jahren. Es ärgert mich maßlos, einfach diese Selektierung, die vorgenommen wird, von vornherein. Entweder du bist drin im Schema oder du bist nicht drin. Schwarz oder weiß. Ich wünsche mir, dass sie ihren Weg gehen kann. Dass uns, ihr, von außen keine Steine in den Weg gelegt werden. Dass sie ihren Weg gehen kann in diesem Leben. Und wenn sie sich entscheidet zu leben, dass sie leben darf. Und wenn sie sich entscheidet zu gehen, dass wir sie dann auch gehen lassen können.